Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei ComEgg. Das ist meine neue Gartenküche und ich habe im Laufe der Zeit einiges geschafft. Heute möchte ich meinen Napoleon Phantom P500, meinen Gasgrill, in die Nische einbauen. Ich möchte die Sisselzone ausbauen und direkt in die Arbeitsplatte einbauen. Ich möchte die Seitenteile abbauen. Ich möchte die Türen ausbauen, eine Blende davor setzen. Dieser Grill soll komplett in meine Küchenzeile integriert werden. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das Ganze mache, wie das Ganze funktioniert, dann bleibt dran, gleich geht's los. Mein Napoleon Phantom P500 ist ein wirklich super Grill. Den kann ich euch wärmsten ans Herz legen. Ich bin da sehr, sehr zufrieden. Ich möchte das Grillerlebnis hier in meiner Gartenküche aber weiter optimieren und diesen Grill direkt in meine Arbeitsplatte einbauen. Wie ihr seht, habe ich hier Bereiche freigelassen und ich möchte diese Vorwand durchziehen und den Grill dahinter verstecken. Hier soll ebenfalls eine Edelstahltür dann eingebaut werden, die Originaltüren ausgebaut werden, so dass später nur noch der obere Bereich, wie bei einem richtigen Einbaugrill, herausschaut. Der Vorwand ist das kleinere Problem, der Abbau der rechten Seite das geringste Problem. Die größte Herausforderung wird es aber sein, die Sisselzone hier auszubauen und hier in die Arbeitsplatte zu integrieren. Ich habe mir einige Gedanken gemacht und ich denke, ich habe jetzt eine Umsetzungsmöglichkeit gefunden, mit der das Ganze funktioniert. Mal schauen, und wenn ihr mögt, könnt ihr das Ganze ja nachbauen. Für den Umbau gibt es natürlich einige Voraussetzungen, unter anderem einige Bauteile, die ich mir extra für diesen Umbau besorgt habe. Und das war gar nicht so einfach. Unter anderem muss ich den Gasschlauch, der vom Grill hier unten lang in die Sisselzone geht, verlängern, denn er reicht nicht bis hier rüber. Die Verlängerung ist für uns Europäer ein kleineres Problem, da diese Schläuche kein normales metrisches Gewinde haben, sondern hier ein amerikanisches bzw. kanadisches System verbaut wird. Ich habe mir einen Adapter besorgt, damit ich den bestehenden Schlauch verlängern kann. Ich habe mir eine Halterung anfertigen lassen und nebenbei noch viele weitere Werkzeuge. Diese Materialien seht ihr im Laufe des Videos. Ich werde sie euch kurz vorstellen. Und wenn ihr sagt, okay, das brauche ich auch, dann schaut einfach mal unter das Video in die Beschreibung. Alle Bauteile, alle Materialien, meine Werkzeuge und so weiter, die verlinke ich euch wie immer unter dem Video. Mit einem Klick unterstützt ihr meinen Kanal und bekommt die Materialien zum gleichen Preis. Ich werde den Umbau nun beginnen, indem ich zunächst die Sisselzone aus der Seitenablage hier herausbaue, meine Montageschienen, die ich mir besorgt habe, installiere und dann schaue, in welcher Größenordnung ich das Ganze hier aussägen muss, um diesen neuen Korpus hier einzubauen. Die Sisselzone ist in den Korpus eingelegt und mit diesen vier Schrauben befestigt. Diese Schrauben werde ich lösen. Und nun kann ich die Sisselzone herausheben. Zuvor habe ich bereits das Kabel von der Zündung als auch den Gasschlauch auf der Rückseite freigelegt. Das Kabel hing hier dran und der Gasschlauch, den ihr hier seht, war an dieser Einfüllöffnung befestigt. Hier unten befindet sich normalerweise die Fettwanne, die habe ich ebenfalls zuvor entfernt. Somit bin ich an dieser Stelle mit dem Ausbau bereits fertig. Ursprünglich war es mein Plan gewesen, die Sisselzone in einem Korb, ähnlich wie im Originalgrill, in die Arbeitsplatte einzulassen. Mein guter Freund, vielen Dank an der Stelle an Alex, hat hierzu eine Bauzeichnung erstellt. Mit seiner Genehmigung stelle ich euch die unten in die Videobeschreibung ein. Da könnt ihr das Ganze nochmal über ein CAD-Programm abrufen bzw. euch genauer anschauen. Mein Schwager, vielen Dank an Christoph an dieser Stelle, hat mir das Ganze ein wenig modifiziert und aus diesem kompletten Korb zwei Schienen gebaut. Diese Schienen haben die richtigen Abmessungen, um die Löcher aufzunehmen, um später die Grillplatte aufzunehmen. Auch diese Bauzeichnung, diese Vermaßung stelle ich euch unter das Video mit bereit. Ich werde nun diese Schienen am Grill befestigen, damit ich weiß, wie breit die Auflagefläche später sein darf. Hierzu habe ich mir andere Schrauben geholt als die Originalschrauben.
denn die Schrauben, die ursprünglich zur Befestigung gedient haben, wurden in einem vernieteten Mutternkontur festgemacht. Den habe ich natürlich nicht, deswegen werde ich das Ganze jetzt einfach auf diesem Wege lösen. Ich habe die Schienen auf beiden Seiten befestigt und das Ganze ist auch so stabil, wie ich mir das vorstelle. Jetzt kommt der Test mit dem Grillrost. Er passt im tiefer gelegten Bereich und auch die Auflage für die Höherstellung des Grills passt. Nun kann ich die Öffnung für den Grill hier in meine Arbeitsplatte einbringen. Ich habe mir an der Wand Markierungen gemacht, damit ich weiß, wo unter der Arbeitsplatte meine gemauerten Ytongsteine stehen. Hier der Bereich zwischen diesen Linien, dieser Bereich ist offen, dieser Bereich ist frei. In diesem Bereich kann ich die Zone einhängen. Ich möchte, dass der Bereich um die Sisselzone herum etwas robuster ist, insbesondere was Fettspritzer angeht, damit mir meine Oberfläche, die ja aus Vinyl besteht, wie ihr wisst, nicht zerstört wird. Aus diesem Grund habe ich mir eine 60x60 cm große Fliese aus dem Baumarkt geholt. Diese Fliese möchte ich als Rahmen um meine Sisselzone herum in die Arbeitsplatte einlassen, werde sie in der Mitte noch einmal ausschneiden und in diesen Ausschnitt wird dann die Sisselzone eingelegt. Das Ganze soll natürlich irgendwo symmetrisch parallel hier an der Arbeitsplatte stattfinden. Ich habe mir die Fliese nun so ausgerichtet, dass sie einen Abstand von 6 cm von der Front hat, 7,5 cm von der Rückwand. Wenn dort später die Fliese drauf kommt, habe ich vorne und hinten ungefähr 6 cm und das Ganze auch im rechten Winkel zur Vorderseite ausgerichtet. Dieser Bereich wird ja insgesamt ausgeschnitten. Aus diesem Grunde markiere ich mir die Oberfläche. In diesem Bereich muss ich das Vinyl als auch die Fermacell-Platte, die sich darunter befindet, ausschneiden. Die USB-Platte, die ja ebenfalls flächig unterliegt, werde ich nicht ausschneiden, denn diese wird nur in dem kleineren Bereich ausgeschnitten, wo später auch die Sisselzone eingehangen wird. Am einfachsten wäre es natürlich, wenn ich die Vinylplatten wieder abnehme, auch die Fermacell-Platte wieder abnehme und das Ganze auf einem Sägebock sauber schneide. Leider ist das in meinem Fall nicht möglich, da ich alle drei Komponenten miteinander verklebt habe. Ich bekomme meine Vinylplatte einfach nicht mehr ab, beziehungsweise nur mit Gewalt und dabei richte ich wahrscheinlich mehr Schaden an, als das Ganze nutzt. Aus dem Grunde werde ich das Ganze mit der Handkreissäge direkt hier auf dem Arbeitstisch machen. Ich habe mir den Tiefenanschlag auf die Höhe eingestellt, auf knapp 1,5 cm, die die Vinylplatte mit der Fermacell-Platte gemeinsam hat. Und so schneide ich das Ganze nur in der Tiefe aus, die tatsächlich bis zur USB-Platte reicht. Die Oberfläche, die Vinylplatte als auch die Fermacell-Platte sind ausgesägt. Die USB-Platte ist noch komplett intakt. Ein Test zeigt mir, dass das Ganze passt. Ich habe an den Seiten jeweils einen kleinen Rand. Ich werde das Ganze ausfugen. Natürlich bietet es sich auch an, wenn man die passende Höhe hat, hier eine schöne Fliesenabschlussleiste einzubringen. Ich kann nun den Topf, die Sisselzone, hier mir positionieren, damit ich die Fliese ausschneiden kann. Und sobald ich das Loch in der Fliese habe, lege ich mir die Fliese wieder auf, zeichne mir die USB-Platte darunter an und kann das entsprechende Loch sägen. Ich habe mir die Fliese angezeichnet. Als Ausgangspunkt habe ich die Außenseiten des schwarzen Korpuses des Einbaurahmens verwendet und an der Seite jeweils 2 mm dazugegeben. Ich kann nun die Fliese mit einer speziellen Scheibe mit der Flex ausschneiden und anschließend hier drinne positionieren. Übrigens,
Das wäre genau die richtige Stelle, wenn euch mein Video gefällt, einfach mal einen Daumen nach oben zu geben. Und falls ihr das noch nicht getan habt, schaut mal unten in die Ecke. Da gibt es einen Abo-Knopf, drückt da drauf und ihr bekommt auch bei meinen neuen Videos regelmäßig automatisch ein Update. Das Loch in der Arbeitsplatte habe ich eingesägt. Auch das Loch in der Fliese ist fertig. Es wird Zeit, das Ganze einmal zu testen. Ich lege mir die Sisselzone an meine Markierung und sie passt. Die Fliese wird nun über diesen Bereich gelegt. Und von der Höhe her so eingeklebt, dass das Ganze mit der Vinylleiste außen herum bündig wird. Mein Grill wird im Anschluss einen knappen Viertelzentimeter über der Fliese hinausstehen. Das ist von meiner Seite so gewollt, denn ich möchte hier einen kleinen Überstand haben, damit nichts auf der Fliese herumkratzt. Auch die höhere Variante sollte passen. Ihr seht, kein Problem, sehr schön. Bevor ich nun den Rahmen verschraube bzw. die Fliese verklebe, muss ich natürlich die Technik einbauen. Mit Technik meine ich in dem Fall den Gasschlauch als auch den Zünder. Der Gasanschluss der Sisselzone befindet sich auf der Unterseite über diesen Einfüllstutzen. An dieser Stelle wird diese Düse einfach hier reingesteckt und mit dieser Klammer von innen wieder befestigt. Das Gas strömt also diesen kleinen Bereich völlig offen in die Brennkammer hinein und wird dann entzündet. Ich habe diese Düse vom Originalgrill abgebaut und werde nun mit einem Gasschlauch, das Ganze verlängern. Das Besondere an diesem Zubehör ist, dass das Gewinde nicht zwingend dem metrischen Gewinde, wie wir es hier in Deutschland oder Europa haben, entspricht. Das heißt, einfach losgehen, einen Verbinder kaufen, ist gar nicht so einfach, man muss eine Weile suchen. Der Gasschlauch ist ein Originalprodukt von Napoleon, ein Ersatzschlauch. Den verlinke ich euch unter dem Video, da könnt ihr das Ganze nachbestellen, auch wenn ihr das Ganze nicht so umbaut wie ich, falls euer Gasschlauch mal kaputt ist. Dieses Bauteil ist auch gar nicht so teuer. Die Düse gibt es ebenfalls als Ersatzteil. Was es nicht als Ersatzteil gibt, ist dieser Verbinder. Da habe ich wirklich eine ganze Weile suchen müssen und auch hier vielen Dank an Alex, der mir dann den Produktlink senden konnte. Dieser Verbinder hat ein spezielles Format auf beiden Seiten, speziell für Gasanschlüsse ist das Ganze gemacht. Diesen Link setze ich euch natürlich auch unter dem Video. Ganz wichtig, wenn ihr mit Gas hantiert, entweder seid ihr eine Fachkraft oder ihr kennt jemanden, der euch im Anschluss diese Anlage abnimmt. Andernfalls solltet ihr zumindest an den Übergängen Leckspray verwenden. Das ist ein spezielles Spray, das sprüht ihr auf die Verbinderstücken auf und dreht das Gas auf. Und wenn das nicht dicht ist, dann blubbert das, ähnlich wie Spülmittel, und dann sollte das Ganze noch einmal nachgezogen werden. Im Zweifel aber lieber zum Fachmann gehen. Dieses Teil habe ich nun mit dem Verbinder verbunden und die andere Seite kommt an den Originalschlauch, der ja aus dem Grill noch herausragt. Da hing ursprünglich dieses Bauteil dran. Auf der anderen Seite werde ich jetzt die Düse montieren. Bei diesen Gasschläuchen gilt ein Selbstabdichtungsprinzip. Das Ganze ist konisch. Wenn ich das festziehe, dann ist der Gasschlauch an sich schon dicht. Aber ich werde das Ganze dann noch mit Leckagespray testen. Nun kann ich das Ganze hier
einstecken und anschließend mit dieser Klammer befestigen. Und dann ist das Ganze schon soweit fertig. Diesen Schlauch werde ich dann beim Einbau unterhalb durch das Loch, was ich ja bereits gesägt hatte, hindurchführen. Und dann sollte, wenn ich das andere Ende vom Schlauch an den ursprünglichen Schlauch anschließe, zumindest der Gasfluss schon funktionieren. Aber mit dem Gasfluss ist es nicht getan, denn auch der Zünder möchte versorgt werden. Und da gibt es eine kleine Falle, die sollte man auf jeden Fall wissen bzw. kennen. Die Hauptbrenner vom Napoleon werden ohne Strom direkt über die Drehregler gezündet. Beim Backburner als auch bei der Sizzle Zone ist es nicht so, denn hier wird das Ganze über eine Piezo-Zündung elektronisch gezündet. Daher hatte ich ja meinen Grill auch umgebaut auf 220 Volt. Das Video verlinke ich euch übrigens rechts oben. Schaut mal, wenn euch das Ganze interessiert. Wenn ich nun das Kabel vom Grill einfach verlängere und hier anstecke, wird nichts passieren. Es wird nicht funktionieren, denn die Masse, das Gegenteil, der Gegenpart zur Spannungsseite, die hier eingeht, die fehlt einfach. Napoleon hat den Grill so gebaut, dass die Sizzlezone über die Schraubverbindung als Masse durchgeschlitten wird. Das funktioniert hier natürlich nicht, denn ich habe keinerlei Kontakt, keinerlei elektrisch leitfähigen Kontakt von meiner Sizzlezone hier an der Arbeitsplatte zu meinem Grill. Ihr seht es, die Piezo-Zündung funktioniert. Und zu meinem Erstaunen war es doch nicht notwendig gewesen, einen Masseanschluss hier anzubringen. Anscheinend reicht der Korpus völlig aus. Ich habe das Originalkabel ausgetauscht. Ich habe mir einen Übergang gebaut, das Ganze schön abgedichtet. Das Kabel geht an der Seite hinein, wo das ursprüngliche Kabel auch entlang ging. Und dann hier oben in diese kleine Box. Das Originalkabel war in dieser Lasche hier hinten eingesteckt. Das ist der Zünder vom Backburner, der blaue. Das ist das Kabel, was ich jetzt neu installiert habe. Nachdem die Zündung funktioniert, kann ich den Korpus, die Sizzle Zone, in das Loch einbauen. Ich werde das Ganze verschrauben. Anschließend werde ich die Fliese bereits einkleben. Die USB-Platte hatte ich ja bereits bei der Installation entsprechend grundiert, dass ich die direkt befliesen kann. Und dann kann ich in der Zwischenzeit, während der Fliesenkleber trocknet, die Seitenteile abmontieren und den Korpus hier in diese Nische einbauen. Der Grill ist für den Einbau in die Nische vorbereitet. Ich habe die beiden Seitenablagen links und rechts abgebaut, habe die Schrauben alle wieder in den Korpus zurückgedreht, denn eins ist mir an der ganzen Sache besonders wichtig, falls ich den Grill mal verkaufen muss oder ein Garantiefall eintritt, ich möchte den kompletten Umbau rückgängig machen können, ohne bleibende Schäden zu hinterlassen. Im Moment ist das absolut noch möglich. Der Grill soll nun in dieser Nische hinter dieser USB-Platte verbaut werden. Die USB-Platte bekommt noch einen Ausschnitt und eine Edelstahl-Doppeltür, so wie ich sie bereits verbaut habe. Damit ich dennoch an den Grill jederzeit hinan kann, um eine Gasflasche zu wechseln oder eine Reparatur zu machen oder auch auf einer höheren Ebene die Fettwanne herauszuziehen, muss dieses Brett variabel sein. Ich muss es entfernen können. Für mich macht es keinen Sinn, das Brett nur einzustellen, sondern es muss sicher, stabil halten und dennoch jederzeit herausnehmbar sein. Aus diesem Grund werde ich diese Halterung verbauen. Ich habe lange gesucht, bis ich ein passendes System gefunden habe und ich denke, damit bekomme ich das ganz gut hin. Die eine Hälfte dieser Halterung wird an die Wand geschraubt, an die seitliche Wand. Die andere Hälfte kommt von innen an die USB-Platte und dann passiert eins, ich hänge das Brett ein, indem das Brett vorgehangen wird
und nach unten einrastet. Das Brett wird praktisch von schräg oben eingehakt und sollte halten. Wenn ich es herausziehen will, muss ich es leicht hochheben und nach vorne wegziehen und hätte Zugang zu meinem Grill. Finde ich eine tolle Lösung, wenn sie denn auch funktioniert. Diese Möbelhalter findet ihr unten unter dem Video in der Beschreibung. Da setze ich euch einen Link, falls ihr etwas Ähnliches vorhabt. Damit ich diese Halter überhaupt montieren kann, denn hier an diesem Profil ist relativ wenig Platz, habe ich mir bereits zwei Reststücken von den USB-Platten zurechtgesägt. Die werde ich hier an das Profil links und rechts anschrauben, damit die Halterung später einfach an dieses Brett angebracht werden können, damit ich genug Saft, Futter habe, damit das Ganze auch hält. Ihr seht, hier kommt der Gasschlauch. Ich kann also hier noch arbeiten und das Kabel für den Zünder ist ebenfalls vorhanden. Der Platz hier hinten ebenfalls ausreichend. Ich werde jetzt erst einmal das Brett so montieren, dass es hält, und anschließend kann der Grill das erste Mal Probe stehen. Der Grill steht an seinem finalen Platz und ich bin durchaus zufrieden. Ich habe an den Seiten noch ein wenig Platz, aber das Ganze bereits so in der Tiefe justiert, dass nach hinten hin genügend Platz ist, um den Deckel problemlos zu öffnen oder zu schließen. Lediglich das Kabel meiner Stromversorgung, das muss ich nochmal austauschen. Hier benötige ich ein Kabel mit einem abgewinkelten Stecker, denn hier ist zu wenig Platz, das Kabel ist mir doch zu sehr geknickt. Nun kommt die Verblendung. Die USB-Platte habe ich ja bereits vorgefertigt. Ich habe mir auch schon die Tür hergelegt, die ja hier eingebaut werden soll. Die beiden schwarzen Türen, die werde ich demontieren, denn die brauche ich dann nicht mehr. Das wird der nächste Schritt sein. Bevor ich damit weitermache, gebt mir an der Stelle doch einfach mal ein Feedback. Gefällt euch meine Arbeit und mein Video? Dann Daumen nach oben. Würde ich mich riesig drüber freuen. Wenn noch nicht getan, dann klickt mal unten rechts auf den Abo-Knopf, denn ich habe vor, noch viele weitere Videos zu machen und würde mich freuen, wenn du einfach mit dabei bist. Der Seitenbrenner funktioniert. Die Piezo-Zündung hat die Flamme entfacht und ich kann hier direkt neben dem großen Grill nun endlich meine Steaks scharf anbraten oder Töpfe und Pfannen hier zum Warmhalten und Kochen verwenden. Den Rand werde ich noch auskleiden mit feuerfestem Silikon, damit das Ganze optisch zusammenpasst. Was mir noch fehlt, ist der Zugang zur Fettwanne hier in der Wand. Mein ursprünglicher Plan war es gewesen, eines dieser Lüftungsgitter hier einzubauen. Allerdings müsste ich jedes Mal, wenn ich an die Fettwanne heran möchte, die Schrauben lösen. Das wird auf Dauer nicht gut gehen. Irgendwann sind die Schraubenlöcher rund. Habt ihr vielleicht eine Idee für mich, wie ich hier eine Öffnung einbringen kann? Idealerweise Edelstahl, damit das Ganze optisch schön versteckt werden kann? Schreibt mir unten in die Kommentare. Vielleicht habt ihr eine super Idee, die ich hier einfach umsetzen kann. Der Grill wurde komplett in die Nische eingebaut. Ich habe das Blendbrett, die USB-Platte eingestellt und kann es jederzeit herausnehmen, wenn ich einmal direkt an den Grill heran muss. Der Abstand, die Lücken, die ließen sich nicht komplett vermeiden. Hier komme ich jederzeit an die Fettwanne heran, aber ich brauche auch den Platz, um die Platte herauszuheben. Die Edelstahltür wird natürlich noch geputzt, genauso wie das Innere meines Grills. Denn seit einem guten Jahr steht er ja draußen direkt auf der Baustelle und ist dementsprechend auch eingestaubt und schmutzig. Ja, ihr Lieben, was haltet ihr von meinem Projekt? Der Bau der Gartenküche geht natürlich mit vielen Details noch weiter. Da ist der Fliesenspiegel, da ist die Technik, da sind weitere Zubehörteile wie der Pizzaofen. Was sagt ihr zum Einbau des Gasgrills? Habt ihr eine Idee, was ich noch optimieren oder verbessern könnte? Schreibt mir unten in die Kommentare, würde ich mich riesig drüber freuen. Natürlich riesig drüber freuen, täte ich mich auch, wenn ihr meine Arbeit hier anerkennt, mein Video mit Daumen hoch bewertet. Das wäre echt klasse.
Und wenn ihr mögt, schaut unten in die Beschreibung neben den ganzen Links für die Bauteile, für diese Spezialbezeichnung, findet ihr die Links zum Playlist zu anderen Videos hier von mir bei YouTube. Viel Spaß damit und an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mich riesig gefreut, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.